So. 6 Uhr morgens, was war das letzte? Ich glaube 4 oder 5. 5 wahrscheinlich. Immer eine Stunde später. Jetzt alle ausgemacht. Danke. Hab ich dich. Okay. Auf zum nächsten Traum. Zwar alle gleich, aber egal. Ich habe das Ding kaputt gemacht. Eine neue Musik. Yeah! Kann ich nicht mehr nehmen. Oh, so farbenfroh jetzt auf einmal. Mich doch verarschen jetzt. Hab doch nur Treiben hier. Wer treibt denn so einen Dreck? Nimmt's auch mal ein Ende? Also irgendwann macht's die Grafikkarte nicht mehr mit. Hab ich dich. Ja. So, ich hoffe jetzt mal irgendein schweres Rätsel oder so, sonst wird's. Okay, das Ding ist irgendwie befestigt. Das auch. So. Ja, der kannst du schieben. Wenn ich dran gehe, dann passiert gar nichts. Ist ja ein Traum. Ist alles möglich. Moment, auf der anderen Seite war da. Ja, ne, da war nix. Also, das ist festgenagelt, das Ding hier auch. Mal zurückgehen. Ach. Einfach die Tür mitnehmen. War jetzt aber auch nicht. Nein, die Richtung war jetzt auch kein Kunstwerk. Jetzt fängt eine neue Musik an, mich zu nerven. Nö. Ist ja schon geil gemacht. Kann ich aber nicht mitnehmen. Ich könnte höchstens es irgendwo bis auf eine andere Seite bringen. Will ich auch nicht mitnehmen. Ich meine, wer sowas träumt, ist doch echt verrückt. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Mit uns. So kann ich wenigstens hochspringen. Ha!
Der Himmel. Oh, alles wieder nur Fake. Wenn man aber fest dran glaubt. Drauf konzentrieren. So ist mein luzider Traum. Jetzt wird's echt. Ach, so ein Scheiß aber auch. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Was wollt ihr? Könnt mich alle mal. Alles nur Verarsche hier. Das Geräusch nervt. Macht die Musik wieder an. Macht die Musik wieder an. Weckergeräusche. Was zum Zurückgeben rechts klicken? Jetzt los. Ach, das verdoppelt sich ja auch. Hä? Mein Cursor ist jetzt ein Smiley? Was geht denn hier ab? Ja, der kleine Mini-Smiley. Vielleicht werde ich jetzt doch ein bisschen glücklicher. Boah, das tut aber in den Augen weh. Ah. Es gab irgendein Logo von Sonos, genau, die haben ein neues Logo entwickelt, genau mit solchen Muster, und das haben die mit Absicht gemacht. Und zwar, wenn man auf der Webseite das Logo sieht und so Streifen und man bewegt, dann bewegt sich das, als wären das so Wellen, wo durch den Raum gehen. Und Sonos, die sind ja bekannt für Lautsprecher, also das haben die wirklich klug gemacht. Nur so eine Anekdote mal nebenbei. Wen's interessiert. Auch verarsche. Alles verarsche. Was soll der Quatsch jetzt? Eigentlich müsste ich das ja wegkriegen. Ah, vielleicht wenn es drauf fällt, dann rollt er weg. Ha. Mir macht keiner was vor. Hoffentlich gibt es hier mal gescheite Musik. So ein 80er-Jahre-Porno oder so. Also nicht, dass ich wüsste, wie so ein 80er-Jahre-Porno aussieht. Also. <lacht> 70er-Jahre-Porno. Das kenne ich doch. Ist doch ein bekanntes Lied, oder? 60er-Jahre-Porno. Oh, das ist aber ein Porno. Das ist Original-Porno.
Also mit Porno meine ich nicht gut, das ist Original-Pornomusik. Das Ding ganz ausmachen, ey. Na, ich lass das mal. Okay, ein Ventilator, der muss die Tür aufmachen und dann einfach den Apfel vors Ventilator stellen, oder was? Achso, Moment. Da muss jetzt ein... Ich kann den ja gar nicht mitnehmen, ich kann den nur duplizieren. Und da müsste einer irgendwie... Warte mal, ich kann da vielleicht hoch. Okay. Wie soll ich den da hochkriegen? Ach, das schaltet automatisch weiter. Okay. Erstmal zum Ventilator. Der wird dann wahrscheinlich bis nach hinten geschleudert. Aber was bringt es? Aber das bringt ja alles gar nichts. Ich kann es ja nur so weit duplizieren. Bis die irgendwann vom Ventilator erwischt werden. Aber was bringt das? Schön. Die kann man ja nicht mal nehmen. Ja, komm, mach auf. Die Gegenstände selber haben irgendwie, ja, so eine physische Kraft, was ich irgendwie nicht habe. Die könnten im Prinzip Sachen aufdrücken. Das hat sie jetzt vollgebracht. Moment. Den Ventilator kann man doch bestimmt drehen, ich Idiot. Muss doch irgendwie da nach oben kommen. Okay, alle zurück. Ha. Magie. Okay, da kriege ich nichts durch. Moment, waren Äpfel auch dabei? Vielleicht kriege ich ja Äpfel dadurch. So. Das ist jetzt ein anderer Apfel. Die grünen Äpfel kann ich... Die grünen Äpfel... Die verdoppeln sich. Aber die kann man auch normal wie die Blöcke... Ach. Kann man auch normal wie die Blöcke behandeln. Roten Äpfel kann ich aber nicht nehmen. Kann ich nicht schieben. Ich kann die nur als... ja... Als Physik-Elemente oder wie auch immer benutzen. Mit dem Ventilator stimmt schon mal. Ich glaube, die müssen die Tür aufkriegen. Muss immer vom Größten ausgehen. Ich will keine kleinen Äpfel haben. Gucken, was so ein großer Apfel. Komm. Jawohl. Auf das Ding. Ah,
auf. Irgendwas mache ich doch gerade vollkommen verkehrt. Ich muss einfach den Ventilator nur überwinden irgendwie. Völlig egal, 1000 von den Dingern aufbauen. Ist einfach nur durch den Ventilator kommen nach oben. Was für ein Scheiß! Irgendwann bricht das Spiel doch zusammen. Gibt's doch nicht. Irgendwo mache ich einen Denkfehler. Was soll ich da jetzt machen? Also Fakt ist mal... Ah, warte mal jetzt hier. Komm. Ah, die werden viel zu klein. Auf. Vielleicht einfach so viel produzieren, bis der ganze Raum voll ist. Irgendwann habe ich da mal einen Apfel da oben. Irgendwie mache ich gerade voll den Bullshit. Ah, jetzt verstehe ich. Ein Apfel muss einfach nur dagegen, damit der umkippt. Bin doch vielleicht blöd. Komm. Bringt aber alles nicht so viel. Das hätte ich gleich am Anfang machen sollen. Warum kippt das Scheißding um? Okay, was mache ich falsch? Gibt's doch nicht. Hier alles voll machen, bis er irgendwann umkippt. Was anderes fällt mir gerade nicht ein.
Oh Mann. Das wird absolut gar nichts. Ich krieg die auf jeden Fall schon mal auf die andere Seite, aber... Jetzt aber, da ist doch einer hochgeflogen. Ah, da hab ich einen. Werden die immer noch kleiner? Ne, das Maximum. Oh Mann. Komm, ich brauch ja einen oben, so einen großen. Auf. Oh, komm. Ja, mit dir. Also vom Gewicht haben wir ja gelernt. Die bleiben ja vom Gewicht, glaube ich. Es ist scheißegal, wie groß sie sind. Jawohl. Danke. Oh Mann, war das ein Act. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Ja, labert doch. Labert. Ach, da ist sie ja, die Sommersculpt. Was steht da drunter? Normal. Sleep Klinik. Ach so, Schlafklinik. Somnasculpt Schlafklinik. Jetzt ist aber die Somnasculpt Galerie. Genau. Und wieder ein Fake-Himmel. Und hier wieder der Scheiß. Wieder die komische elektrische Schaltung. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. What? Kann der Doktor nicht durchdringen zu mir? Oder was geht denn ab jetzt? Wirklich an jeden Scheiß gewöhnen. Ah, okay. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnasculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 developed. Hat gesteckt. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Ja, ist gut. Jo, wir hatten schon Feuer im Fahrstuhl und weiß es nicht, was da alles aufgemalt worden ist. Was
Was, wenn ich vergessen habe, den Alarm zu setzen? Dann bleibe ich im Fahrstuhl und wach nicht mehr auf. Wen interessiert's? Phil's Friendly Family Produce. Farm to Mind, Mind to Heart. Ja. Das ist neu. Das war neu. Wow.